Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal Taxi Boss. Denn Leute, es wird Zeit, dass ich mein Geld ein bisschen aufstocke und ein Uber-Driver werde. Bin auch ziemlich groß geworden, ne? Also ich glaube, ich komme langsam hier in die Pubertät. Ich habe mir eben schon einen coolen BNV ausgewählt, mit dem ich dann meine ersten Aufträge als Uber-Driver erledigen kann. Ui, das ist natürlich auch ein nices Taxi. Also sowas würde ich mir schon gerne gönnen irgendwann. Aber wir gehen erstmal raus, schauen uns ein bisschen um, wie es hier aussieht. Was Spawn Car kann ich hier machen? Garage, Shop. Ich habe $500. New Area discovered. Ja, Mann, ich habe Harbor View entdeckt. Mein Gott, das war echt weit weg. Und es stand da irgendwas von wegen, gib den Code START ein für 1000 Bucks. Und das möchte ich gerne machen. Ich gehe mal auf Shop. Enter Code. START. Und nur in Großbuchstaben. Enter ich und 1000 Bucks bekommen. Perfekt. Das ist doch schon mal ein guter Start. So, gehen wir einfach mal raus. Oh, ich mag die Minimap da oben. Ich find's so blöd, dass sie ein bisschen verschwommen ist. Ja, sprechen wir mal mit Harold. Hey, Harold, wie geht's? What's up, Conny? Willkommen bei Taxi Boss. Bist du bereit zum Fahren? Hast ein paar Aufgaben für mich? Erledige erstmal diese Aufgaben, um ein bisschen klarzukommen. Und komm zu mir zurück, wenn du die erledigt hast. Meine Aufgaben sind, meinen ersten Kunden zu chauffieren, mein eigenes Car zu customizen und 3 neue Areas zu finden. Und eine davon habe ich schon. Okay, dann gehe ich mal hier auf Back. How's going? Goodbye. Okay, Harold, ich kümmere mich drum. Hier stehen schon ein paar Leute, aber ich fahre doch nicht bei denen mit. Ich habe mein eigenes Auto. Und zwar hier den guten BNV. Das ist meiner, ja. Enter. F zum Entern. Oh, daran muss ich mich gewöhnen. Dann sitzen wir drin. Oh, wenn ich Leertaste drücke, springe ich nicht raus. Und ich kann fahren. Das Auto fährt sich richtig smooth. Das gefällt mir. Oh ja, das gefällt mir. Mir gefällt nur nicht, dass manche Grafiken so verwaschen sind. Kann ich irgendwie die Grafik höher stellen? Ich glaube nicht. 1,6 Sterne? Nee, so eine nehme ich nicht mit. Ist ein richtiger Golddigger. 1,3 Sterne. Du bist mein erster Customer, Bro. Hey, Lady. Hast du Bock, ein bisschen mitzufahren, hä? Spring rein. So, wo müssen wir hin? Da oben auf der Minimap sehe ich's. Hospital, please. Ja, klar. Bist du schwanger? Oder willst du es noch werden, hä? Ich bring dich rüber, keine Sorge. Ich bin schnell und zuverlässig, so kennt man mich. Uiuiui. We're here. Okay, dann steig mal aus. Okay, ich glaube, ich muss hier richtig reinfahren. Zählt das jetzt? Ja, jetzt zählt das. Das ganze Auto muss drin sein in der Box. Ey, 73 Bucks. Kein Problem, Caitlin. Vielleicht wollen wir uns später nochmal treffen. Hä? Ja, ich gehe aber erstmal, weiter meinen Job machen, ja? Ah, die ganzen Bonzen hier kann ich echt nicht ab. Solche Leute chauffiere ich nicht. 6 Sterne. 8 Sterne. Was wollt ihr von mir, hä? Denkt ihr, ich bin der Papst oder so? Wir fahren erstmal zurück. Da ist jemand mit einem Stern. Guck mal, der ist down to earth. Den mag ich. Ey, Zachariah Jensen, willst du einsteigen, hä? Wo willst du hin? Hey, ja, wo willst du hin? Sag mal. Logistik District, kein Problem. Da bringe ich dich hin. Einfach in den District. Die Fahrroute hat sich geändert, als ich über sie gefahren bin. Small Town entdeckt, nice. Dann fahren wir mal. Mach dir keine Sorgen, in meiner Karre bist du sicher. Das Baby schnurrt, Aber hat Probleme, die Brücke hochzukommen. Das ist natürlich unangenehm. Vielleicht brauche ich doch einen besseren Motor oder so. Ja, ich liebe es, wenn die Straßen frei sind. Und du? Zachariah. Ja, yeah, wir hätten beinahe jemanden überfahren. Ja, ignoriere, was wir gerade hier angestellt haben. Ah, wir sind im Logistic District. Wo willst du raus? Da vorne, alles klar. Die Bremsen sind echt nicht so gut bei dem Wagen hier. Gut, dann sind wir angekommen. Spring raus. Hey, du bist ziemlich talentiert. Danke. Kein Problem, Zachariah. Talentiert im Autofahren. 0,8 Sterne, du bist down to earth. Das sieht man. Du darfst mitfahren. Ey, ja, wo willst du hin, Vandal? Nee, wie heißt du? Cameron Herrera. Ein Vandal. Ich dachte eben, das wäre sein Name. Oh nein, das ist er. Ich frage mich echt, warum Kunden ein Rating haben, aber ich bin dabei. Guck mal, ich bin schneller als der da. Okay, er ist schneller als ich. Nee, das ist jemand anderes noch. Yeah, einfach um die Kurven driften. Miften. Ah, das war die falsche Kurven, aber das ist eine Abkürzung. Trau mir, ich kenne mich aus in der Gegend hier. Saddleside, ja, ja. Ich kenne mich aus, wie schon gesagt, ne? Park in the green box. Ja, klar, mache ich. Ich parke immer in der green box. Und thanks, nice car. Ja, danke, danke, Bruder. Hat mich nichts gekostet. Oh, ich habe voll Bock, die Leute jetzt die ganze Zeit mitzunehmen. Dabei müsste ich langsam mal zurück zu Harold. Naja. Na, Sarah, wo möchtest du hin? Hospital, das ist ganz in der Nähe. Ich kenne mich hier aus.
Da hättest du auch zu Fuß laufen können, also mal ganz im Ernst. Ja klar, packe ich in der Greenbox. Das ist mein Job. Danke für das Cash Money. Ich fahre jetzt aber mal zurück zu Hide the Pain Herald. Ist mir egal, ob hier noch zahlende Kunden am Wegerand stehen. Wofür steht eigentlich dieses Blaue? Ist das hier so ein Treffen? Treffen sich hier die Leute? Oder sind hier dann einfach nur die krassen Gangster? Keine Ahnung. Wir fahren zurück zu Herald. Oh, hier stehen die guten Kunden, die ich alle gerne bedienen würde. Ey, Duda, du möchtest mitkommen? Tut mir leid. Das reicht erstmal, ne? So, ich muss mein Auto jetzt ein bisschen customizen, bevor ich mit Herald spreche. Ich spreche mal mit Casey darüber. Ey, Casey, weißt du, wo ich mein Auto customizen kann? You can customize your car in your garage. Ja, danke, das wusste ich doch. Lass uns da hingehen. Gut, angekommen in der Garage. Mein Auto hat eine 2,2er Bewertung, das wusste ich gar nicht. Ich finde, es braucht erstmal, damit es ein bisschen besser fährt, eine bessere Primary Car. Nee, ich finde, wir sollten schon erstmal aussehen wie ein Taxi. Aber die Wheels, oh, das geht ja gar nicht. Wie wäre es denn hier mit einem, mit weißen Fell? Ah, die sehen nicht gut aus. Die sehen auch nicht gut aus. Vielleicht doch gelbe Felgen. Das machen wir. Ey, ich war noch nicht komplett dran. Weitermachen. Visitors on? Nein. Visitors off. Aha. So. Appearance Wheels. Oh, ich brauche einen Spoiler, damit mein Auto schneller wird. Zeig mir mal, was gibt's denn für Spoiler? Es gibt den hier. Ah, nee, Digga, so große Spoiler braucht doch keine Sau. Ein Spoiler mit Stil brauchen wir. Komm ich denn da runter? Ich kann scheinbar nicht weiter runter. Also entweder diesen R10-Spoiler oder den hier. Ich glaube, ich bleib sogar bei dem hier. Ja, und ein besseres Bodykit braucht man. Aber das kostet 4000, dann lieber nicht. Performance. Ein bisschen Luxury-Zeug, ne? Also hier die Premium-Seats. Nee. Ich brauche keine Premium-Seats für meine Kunden. Aber ich finde, was auch immer das hier ist, das macht meine Haut ein kleines bisschen schneller und gibt ihm ein bisschen mehr Power. Dann nehme ich mir das, was auch immer das ist. Und ein Cooling-System natürlich. Ist dafür noch genug. Oh, dafür ist noch genug Geld da. Dann noch ein Cooling-System. Nice. So, jetzt haben wir ein gutes Auto. Ich würde dann auch mal wieder rausgehen aus der Garage. Danke, Katie. Bist ein Schatz. Okay, Harold, was sagst du? Ich habe alle erledigt. Kriege ich jetzt 1000 Cash Money? Danke, Bro. Danke. Ich bin ready zum Driven. Was sind meine Daily Tasks? 5 Customers und Play for 15 Minuten. Das kriege ich hin. Das mache ich jetzt, Harold. Kein Ding. Ich spawn mein frisch getuntes Auto, steig da ein. Und auch der Customer von vorne ist weg. Irgendwer hat mir meinen Kunden geklaut. Oder, Bro? Ey, Ahmad. Ahmad Estrada. Kommst du mit rein in meine Karre? What's up? Digga, was hat der für ein Bild? Central City? Kein Problem. Da bin ich geboren. Bin ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich gerade in die Stadt zugezogen. Aber man muss da ein bisschen Smalltalk, du weißt. That's the place, yo. Kein Ding, Bro. Dann fahren wir mal weiter. Das Spiel macht mir richtig Spaß. Das ist voll gut gemacht. Das muss ich jetzt ehrlich so sagen. Ey, was machst du da? Ey, Christopher Underwood. Willst du mitfahren? What's up? Keine Ahnung, was ist denn ab? Cedar Side, da war ich heute doch schon mal. Hättest du vorne mit reinspringen können, als ich den anderen hingebracht habe. Oh, hier ist ein Skatepark. Davon muss ich Tani erzählen. Ja, kein Ding, Bro. Kein Ding, Bro. Oh, Tani würde es so lieben hier in dem Skatepark. Naja, nehmen wir mal die nächste Kunde mit. Oh, süße Esmeralda. Na? Na, wo willst du hin? Hi! Kannst du mich zur Old Town bringen? Ja, klar, Esmeralda. Für dich mache ich alles. Ja, wir sind schon Old Town. Gut. Das ist ja nicht sehr weit. Ich habe das Gefühl, du wolltest einfach nur mal mit mir im Auto sitzen, oder? Hier, ich gebe dir meine Nummer. Wir sehen uns später, Esmeralda. Und dann schleppen wir erstmal den nächsten. Aha. Desiree. Na, willst du mitkommen? I need a taxi with better rating. Alles klar. Das merke ich mir, Desiree. Wir müssen erstmal tanken. Augenblick. Bevor ich dich mitnehme, lass mich erstmal tanken, Bro. Wo ist denn hier? Ich weiß gar nicht, wo ich reingehen soll, wenn ich fertig getankt habe. Ich lass es einfach sein. Wer braucht schon Tank, ne? Du da, Bro. Komm mal rein. Wo willst du hin? How are you? Mir geht's ganz gut. Enrico. Setterside? Da war ich doch eben schon. Was wollt ihr denn alle da? Ist da heute irgendwie so ein Treffen? Wenn da heute ein Treffen ist, warum wurde ich nicht eingeladen? Das merke ich mir. Yeah. Das reicht? Okay, great ride. Ja, kein Ding. Na, guck mal, den Lauch da, den nehme ich nicht mit, lieber Genesis. Na? Hallo, Genesis. Central City. Ich fahre hier die ganze Zeit hin und her. Aber meinetwegen. Das Schöne ist, ich muss ja nicht mal drauf achten, ob ich auf der richtigen Straßenseite fahre. Die Straßen sind so leer heute, perfekt. Gott liebe ich die neuen Spritpreise. Niemand möchte mehr Auto fahren. Alle Straßen leer, nur für mich. 8 Sterne, dich würde ich am liebsten überfahren. Pff. Immer diese abgehobenen, ne? Einen Customer würde ich jetzt gerne noch ein bisschen
entführen, falls ihr versteht, was ich meine. Ah, da sehe ich auch schon jemanden. Na, Alice? Hi! Na? In den Logistik-District. Immer wieder gerne. Musst du zur Arbeit oder was? Weißt du, ich habe da früher auch mal gearbeitet. Vielleicht kennen deine Kollegen mich ja noch. Oh, was war denn hier? Hä? Das merke ich mir. Nein, die Rating geht runter, weil wir eben geflippt sind. Siehst du, dass mir die Rating nach unten geht? Ah, jetzt geht's wieder hoch. Ach, wenn ich zu langsam fahre, geht Rating runter. Das merke ich mir. Hey, schon wieder. Was sollte das? Das zerstört meine Rating. Ich will eine gute Rating haben bei Alice. That's the place. Ja, ich weiß. Great ride. Ja, danke. Ich weiß. So, hier noch irgendein Gangster, den ich mitnehmen soll? Scheinbar nicht. Gut, dann geht's wieder rüber zu Harold. Hier sind einfach unsichtbare Bumper irgendwie auf der Straße. Das ist frech. Ui, da gibt's eine Rampe. Die muss ich beim nächsten Mal nehmen. Oh mein Gott. Hey, Harold. Na? 15 Minuten? Okay. Wenn ich 15 Minuten spielen soll, damit hier das da fertig wird, dann gehe ich jetzt erstmal aufs Klo. Wir sehen uns wieder, wenn ich vom Klo zurück bin. Yeah. So, dann war ich jetzt erstmal auf dem Klo. Die 15 Minuten sollten doch jetzt endlich rum sein, oder? Und jo, die sind rum. Ich claime meinen Reward. Und das war's. Daily Quest gibt's keine mehr. Dann goodbye, Harold. Jetzt geht's ans normale Spielen ran. Und ich muss sagen, es macht mir wirklich Spaß. Übrigens habe ich jetzt auch gemerkt, oben Hospital Rush, diese Zonen dort bedeuten wirklich, dass da einfach viele Kunden sind, die gerade Transport benötigen. Und deswegen gehe ich einfach mal zum Hospital hin. Die haben es eilig und ich gehe mal davon aus, dass die es nicht nur eilig haben, sondern auch noch gut bezahlen werden, wenn sie es so eilig haben, oder? Jo. Da sehen wir es. Ziemlich viele Leute. Okay, Jace. Komm, spring rein. Ich bringe dich zum Krankenhaus. Hey, sag nicht mal, wo er hin muss, sondern wir wissen schon Bescheid. Ach so, ich krieg dann Geld, je nachdem, wie viel ich weggebracht habe. Interessant. Ist die ganze Zeit der Blinker? Ja, der Blinker ist an. Wie mache ich den Blinker aus? Ah, okay. Ich habe ihn ausgemacht. Gott sei Dank. Ich will den blöden Blinker nicht die ganze Zeit anhaben. Geh da weg. Achso, ich kann nicht in ihn reinfahren. Alles gut. Habe ich ihn weggebracht? Ja, scheinbar. Dann wieder zum Hospital. Okay, mein Job ist es dann wirklich, alle Kunden rüberzubringen und dann kriegen wir alle Geld, oder wie? Dann mache ich das. Oh, Event complete. Na gut, ich habe 2000 Cash bekommen dafür, dass ich eine Person weggebracht habe. Ja, Roblox Conny, eine Person. Dafür habe ich 2000 bekommen. Und die zwei gebracht haben, haben auch 2000 bekommen. Hat sich ja gelohnt. Gut, dann nehme ich natürlich noch die gute Kara mit. Let's go. Wohin? Ah. Oh, ach, in die Ölraffinerie. Du bist also eine Schmutzarbeiterin. Verpestest die Umwelt. Ich spuck auf dich. Da ist immer noch irgendwas Unsichtbares, über das ich immer rüber stolper. So, jetzt wird mein Rating besser, weil ich Gas gebe. Gas. Oh, ich würde jetzt gerne hier den Déjà-vu-Soundtrack einfügen, aber darf man nicht, der ist gecopyrighted. Aber stellt ihn euch einfach vor. Déjà-vu, I have been in this place before. Aber wie ich Gas gebe, ich krieg eine gute Rating dadurch. Ich krieg so eine gute Rating, 1,5 Rating, weil ich Gas gegeben habe. Hier, wir sind drin und bam! 325 Cash Money wegen dem 1,5 Multiplier. Yeah! Und ich würde sagen, das reicht dann auch für dieses Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich mehr Taxi-Boss spielen soll. Mir macht sehr viel Spaß, aber ich spiele es natürlich auch nur, wenn es euch auch Spaß macht, die Videos zu sehen. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!